Mein Mindset ist extravagant. Extravagant genauso wie das neue Video von Ultralativ, die Mindset-Industrie. Seid ihr jemand, der Mind hat, dann wird euch das wahrscheinlich interessieren. Von Anfang an hat sich dieser Kanal dem Thema Medienkompetenz gewidmet. Das bedeutet nicht nur einen Sinn dafür zu entwickeln, welcher Download-Knopf auf Chip Online der richtige ist. Bruder, als Ja, Mann. Je größer der Download-Knopf, desto größerer Scam ist es. Wie mit gekonnten Tricks falsche Erwartungen geschürt und Zeit aktiv verschwendet wird oder dass ChatGPT vielleicht doch nicht das gottesgleiche Orakel ist, für das es manche halten, sondern manchmal eben auch einfach, dass man lieber etwas Abstand zu denjenigen aufbauen sollte, die Mindset, dem Wort Geisteshaltung, vorziehen. Geisteshaltung. An dieser Stelle muss ich vermutlich... Es ist einfach Mindset. Das ist das, was Cody Coyer mal gesagt hat. So viele Leute sagen dir so, yo, wenn du ein Business aufmachst, wenn du ein Business aufmachen musst, aufmachen willst, dann kommt es nur auf dein Mindset drauf an. Und der hat dann so gemeint, so, yo, was ist, wenn ich der beste Mensch bin, darin Schwänze zu malen? Da male ich lauter Schwänze und ich bin richtig überzeugt davon und sowas. Aber keinem wird's interessieren. Mindset ist wichtig, aber nicht alles. Sagen wir es so. Ich ein bisschen persönlicher werden. Ich war lange der Ansicht. Weil du kannst dich auch schnell darin verrennen, wenn du extrem selbst überzeugt bist von dir, dass du die Welt dann einfach nach dir ausrichtest und nicht dich nach der Welt. Ah, hier, die dieben Sprüche. Wisst ihr, wer das kommt? Von meinem Mindset. Sicht, dass ich nicht produktiv genug bin. Dass ich meine Zeit verschwende oder sie zumindest nicht optimal nutze. Dass es in meiner Arbeit, aber auch irgendwie in meinem Leben selbst noch so unendlich viel Potenzial zur Optimierung gäbe. Das ist keine Eingebung, die ich von selbst hatte, sondern die ich mir, so blöd das jetzt klingen mag, bei der Einrichtung meines Schreibtischs eingefangen habe. Ich habe eine kleine Schwachstelle für sogenannte Desk-Setup-Videos, in denen Leute zeigen, wie sie ihren Schreibtisch einrichten, teilweise den ganzen Raum renovieren und wirklich sehr, sehr ästhetische und bequeme Einrichtungen zustande kriegen, in denen, so scheint es, man unglaublich gut arbeiten könne. Und sobald der nächste Umzug anstand, wollte ich ebenfalls eine solch produktive Schreibtischeinrichtung haben. Hab alles fein säuberlich hergerichtet, ein System für das Verwahren von Sachen in Schubladen entwickelt, selbst die kleinste Ablenkung entfernt und mir einen sündhaft teuren Schreibtischstuhl gekauft. Ich habe selbst die Icons meines Stream Decks irgendwann selbst designt, damit sie einheitlich und irgendwie zur Einrichtung passen. Bruder, meine Icons in meinem Stream Deck. Sieht man das? Warte mal. Turn up, einfach Orangensaft. Oh, sorry, war ein bisschen laut. Ganz wichtig, ganz wichtig. Naja, na, witzig. Und blöderweise selbst dann noch nicht gemerkt, dass ich mich in einem beständigen Zustand des auf die Arbeit Vorbereitens befinde, statt tatsächlich zu arbeiten. Aber das ist wichtig. Mein Setup ist so scheiße. Mein Setup ist im Ernst. Das kann ich euch nicht mal hier zeigen, weil das hier nicht gratis in die Kamera geht. Da sind lauter Kabel liegen hier herum. Und jedes Mal haben mir die Leute immer geschrieben, so, ja, gib die Kabel weg, das schaut so scheiße und sowas. Das Ding ist halt, es sieht keiner. Und mich stört es persönlich nicht. Aber wenn ich dann solche Videos sehe, wo Leute so einen richtig cleanen Desk haben, dann denke ich mir auch, schon blöd irgendwie, ne? Und wenn ich jetzt zurückgucke, da ich will ja doch nicht alles ausstecken und nochmal umstecken und alles nochmal komplett von neu verkabeln und sowas, da denke ich mir einfach, Dann komme ich nicht umhin, mich etwas dämlich zu fühlen. Die Videos, die ich so gerne geguckt habe, sind voll von Aufwand zur Herrichtung des eigenen Arbeitsplatzes und enden immer genau dort, wo die eigentliche Arbeit beginnen würde. Aber das ist natürlich gar kein Problem, denn gefühlt die andere Hälfte des Internets ist voll von vermeintlichen Produktivitätstipps. Und so falle ich von einem Kaninchenbau in den nächsten. Mittlerweile nenne ich dieses Genre Produktivitätsprokrastination. Da sind die Buchstaben allein schon 54 Punkte wert. Videos, mit denen man sich genau genommen um die Arbeit oder die eigenen Verpflichtungen drückt, aber die einem das ständige Gefühl geben, die unweigerlich darauf folgende Arbeit umso effizienter erledigen zu können. Tipps, wie man die eigene Prokrastination im Keim erstickt, 200% produktiver wird und in kürzester Zeit vorher unüberwindbare Arbeitsberge erklimmt, gibt es zuhauf und versprechen immer wieder aufs Neue eine Art Neukodierung des Gehirns, ein Lifehack im wörtlichen Sinne, der, sobald man ihn kennt, alles aus der Bahn geratene wieder einreiht. Das funktioniert einfach niemals. Mein Gehirn funktioniert einfach mit keiner von diesen Strategien. Das hat damals schon angefangen bei diesem, kennst du diese... Wenn du so ein Buch hast, ja gut, ich schaue mich hier um, natürlich habe ich hier kein Buch, egal, du hast so ein Buch und du musst bis zur Seite 40 lesen und dann gibst du so alle 10 Seiten, gibst du dir so einen Schokoriegel oder sowas rein.
Das funktioniert so nicht, Bruder. Ich würde 3 Seiten lesen, würde nebenbei alle Schokoriegel essen und würde sagen, ja, scheiß drauf. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gilt, sodass man, sobald man das Geheimnis kennt, nie wieder vor einer schwer zu treffenden Entscheidung steht, solange man stets nach diesem als Naturgesetz verkauften Tipp handelt. Es gibt sicher Menschen, die funktionieren so. Es gibt sicher Menschen, sie ist wahrscheinlich eine Person, die sich so denkt, ah, okay, jetzt habe ich herausgefunden, wie mein Gehirn funktioniert. So muss ich mit einer Situation umgehen. Aber das geht bei mir nicht. Ich weiß, wie mein Gehirn funktioniert. Mein Gehirn ist fucking dämlich. So, das hat einfach nur hier Anfang, Ende und es gibt nur diese mittlere Linie. Und ich kann nichts machen, um irgendwie produktiver zu werden oder nicht. Die anfängliche Begeisterung ist groß, zumindest bei mir. Denn diese Tipps klingen tatsächlich echt immer sehr gut, sind stets gepaart an eine persönliche Anekdote. Man belohnt sich erst, wenn man fertig ist. Ja, das kann ich nicht. Die illustriert, wie viel die Veränderung einer Kleinigkeit bewirken könne. Wenn du nur um 4 Uhr morgens aufstehst, dann wird dir endlich alles gelingen. Allgemein sind Leute, die diese Inhalte machen, oft bemüht zu erwähnen, wie früh sie aufstehen, aber komischerweise nie zu sagen, wie früh sie dafür eigentlich ins Bett gehen müssen. Doch auch wenn die einzelnen Tipps bei einem nicht funktionieren, so bleibt die attraktive Aussicht auf die dahinterliegende Behauptung, dass es tatsächlich einen universellen Produktivitätstipp gibt. Die eine Sache, die Steve Jobs von einem anstrengenden Esoteriker zu einem der einflussreichsten Unternehmer aller Zeiten machte. Irgendwo da draußen ist sie bestimmt. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Doch sobald ich sie kenne, entfalte ich endlich mein volles Potenzial. Ja, ja. Wandle Wasser zu Wein und Ikea zu West Wing. Und das ist dann auch schwierig. Das ist dann auch schwierig, weil du denkst dir dann, ah, okay, kein Wunder, dass ich jetzt gerade nicht produktiv genug bin, weil ich gehe es nur falsch an. Und das ist auch ein schwieriger Gedankengang, weil du dann quasi die Schuld deiner Nicht-Produktivität outsourced auf, keine Ahnung, das Universum. Diese Herleitung und ihr Kontext legen es natürlich nahe. Es gibt aber auch Menschen, die sind fucking dämlich. Die arbeiten 24-7, weil sie einfach süchtig danach sind. So ein Mindset kannst du nicht erreichen. Das kannst du nicht werden. Das kannst du nicht sein. Das bist du einfach. Diese universelle Wahrheit, halt dieses Geheimnis, diesen Lifehack gibt es nicht. Aber es tut so unendlich gut, an ihn zu glauben. Und ich verurteile niemanden dafür, von der Bequemlichkeit dieser Annahme verzaubert zu sein. Das Problem sind nur die, die diese Annahme anschieben und kommerzialisieren. Mindset ist das Zentrum einer Ideologie. Der Illusion, dass wir als Individuen Kraft unserer eigenen Geisteshaltung dazu in der Lage wären, alles in uns und um uns zu verändern. Es ist quasi das Achat-Steim-Schalosch für Polohemdenträger. Wer als Life-Coach, ob auf den Bühnen der Welt, in bezahlten Online-Kursen oder hier auf YouTube das schnelle Geld machen will, der hat mit diesem Begriff und der dahinterliegenden Simplifizierung von mehr oder weniger jeder wissenschaftlichen Disziplin ein ziemlich mächtiges Werkzeug zu haben. Ja, weil natürlich, du sagst einem anderen Menschen, hey, du brauchst nichts in dieser ganzen Welt, sondern alles, was du brauchst, ist in dir drinnen. Aber ich sage euch, nein, ihr seid zu blöd dafür. Ihr seid für nichts Höheres bestimmt. Spaß beiseite. Ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst einfach herausfinden, worin ihr gut seid und worin nicht. Und dann müsst ihr das zu eurem Benefit machen. Aber ihr könnt nicht eine Elon Musk Arbeitsgeilheit des Todes, weil der Typ ist ja, der Typ, wenn er könnte, würde er gar nicht mehr schlafen, weil Arbeiten macht einfach mehr Bock für ihn, könnt ihr nicht einfach bekommen. Ich habe die auch nicht. Ich denke mir sehr oft, ey, ich würde jetzt lieber einfach mal gar nichts machen, ich würde einfach mal chillen, aber es geht nicht. Und ich weiß nicht, warum das bei mir so gut funktioniert in der Selbstständigkeit. In der Arbeit war das immer schwieriger. In der Arbeit war ich immer sehr faul, also beziehungsweise nicht faul, aber ich habe oftmals bei den Sachen, die mich nicht interessiert haben, da habe ich nur das Notwendigste gemacht. Bei den Sachen, die mich interessiert haben, habe ich immer, das wird es wahrscheinlich sein, ne? Da habe ich immer Gas gegeben. Bei zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen, da mussten wir als Lehrlinge viele machen, da habe ich immer Gas gegeben und da habe ich immer voll viel animiert und da habe ich immer mich gut vorbereitet und so. Das hat mir immer Spaß gemacht. Aber bei so langweiligen Büro-Sachen, die jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung, wo ich war, wo du 500.000 Mal den gleichen Zettel hast und 500.000 Mal die gleiche Arbeit, das kann mein Gehirn einfach nicht. Da bin ich einfach, irgendwann mal schalte ich ab und da mache ich lauter Fehler und sowas und da bin ich einfach schleißig, so. Und aber in meiner Selbstständigkeit oder mit dem YouTube-Ding einfach, da geht das. Da strenge ich mich an und da versuche ich wirklich all diese Zeitlimits einzuhalten, obwohl ich sie mir selber gesetzt habe. Also eigentlich, wenn ich wollte, dann könnte ich
keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal im Monat hochladen. Gut, da wird es ein bisschen knapp mit dem Geld. 3, 4, 5 Mal im Monat hochladen, jedes Mal mit einem Placement drin. Na, aber dann, weißt du, so, ich mach das, ich arbeite nicht für irgendwen. Niemand erwartet das von mir. Ich erwarte das von mir. Und da funktioniert's, weißt du? Hinten. Denn, wie bereits gesagt, witzig, an diese daher fantasierte Selbstermächtigung in jedem Bereich unseres Lebens möchten wir nur allzu gerne glauben. Wie schön wäre es, wenn wir einfach nur unsere Einstellung zur Arbeit, zur Ehe oder unserem eigenen kränklichen Körper ändern bräuchten, um alles wieder ins Lot zu bringen. Life-Coaches, wie sie sich selbst gerne nennen, weil sie das einfach so dürfen, es ist kein geschützter Begriff, gehören einer größtenteils unregulierten Sparte an, die erst seit kurzem in Deutschland dabei ist, so etwas wie Mindeststandards und Qualitätskriterien einzuführen, die bitter nötig sind. Die Branche ist voll von maßloser Selbstüberschätzung. Leute, die, obwohl sie keinerlei Ausbildung haben, weder in der Medizin noch in der Wirtschaft oder der Psychologie, die ihnen zumindest ein bisschen Rückhalt für das, was sie behaupten, vermitteln zu können, geben würden, vor Tausenden auftreten, sich wie ein Messias in Schrift und Bild inszenieren lassen und manchmal gar als eine Art Heiler auftreten, auch hier in Deutschland. Die Methoden, den eigenen Bluff dabei so gut... Das ist geil gemacht, auf einmal Deutschlandflagge. Bruder, das hab ich gar nicht gecheckt. Gut, es geht zu verstecken und sich selbst vor Kritik zu schützen, sind dabei erschreckend deckungsgleich mit den Praktiken der Esoterik. Der Ideologie eines über alle Maßen relevanten Mindsets inhärent ist die Überzeugung, dass wahre Veränderung nur von innen heraus geschehen kann. Diejenigen, die diese Veränderung nicht erleben und sich entsprechend beschweren, die haben dann wohl einfach ihr Mindset noch nicht hinreichend genug angepasst. Kein Grund, meine Methoden zu hinterfragen. Immer wenn ich das höre von anderen, bin auch gelernte Industriekauffrau, klingelt da direkt die unerkannte Diagnose. Also das, was mich immer abgefuckt hat, war Schule, das ich eh schon ein paar Mal erzählt, da ist nämlich diese Mindset-Sache immer gewesen. Na, weil so viele Leute, ich war immer scheiße in der Schule, weil zum einen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis und ich kann mich auf Sachen, auf die ich keinen Bock habe, kann ich mich nicht konzentrieren. Und das ist die Todesmischung, weil in der Schule, wenn du in der Schule gut sein willst, da brauchst du ein gutes Gedächtnis und du musst gut auswendig lernen können. Viel mehr brauchst du nicht. Dann ist Autopilot. Klar, natürlich musst du auch ein bisschen mitdenken und das alles oder du musst die Mathematik, die Sachen verstehen und sowas. Das sind die einen Sachen. Aber for real, ich habe kein ADHS, zumindest glaube ich das nicht. Ich bin halt einfach nur, ich bin eine Inselbegabung. Ja, ich kann super gar nichts. Ne? Nein, ihr wisst, was ich meine. Und dann bin ich in der Berufsschule gewesen und wir hatten eine in der Klasse, habe ich hier schon mal erzählt. Ich sage jetzt nicht ihren Namen, aber die war ultra dumm. Die war also real talk dumm. Du ist auch nicht böse gemeint, aber hin und wieder mal redest du mit Menschen und du merkst einfach, okay, die verstehen einfach die einfachsten Zusammenhänge nicht. Die hat in Buchhaltung rasiert, Alter. Die hat alles komplett, jeden einzelnen Test, den du ihr hingelegt hast, jede einzelne Frage komplett richtig beantwortet, weil sie das einfach kann und weil das einfach logisch für sie ist und so. Ich war scheiße darin. Oder andere Leute, die einfachsten Sachen im Leben nicht hinbekommen, also im Real Life zum Beispiel, der Person traust du nicht zu, 2 Stationen mit dem Bus zu fahren und dann merkt sie sich Sachen aus, wenn ich da denkst, also das geht einfach nicht. Und in der Schule habe ich mir immer gedacht, warum kann ich das nicht? Warum bin ich so blöd? Warum kann ich nicht genauso sein wie die anderen, die sich das einfach merken und für die das so einfach ist? Das sind Leute, für die ist das so einfach, die lernen kaum was. Und ich bin immer nach Hause gegangen, ich habe auch nicht immer viel gelernt, so, aber wenn ich mir Mühe gegeben habe, wenn ich wirklich versucht habe, was zu verstehen, nicht zu verstehen, aber mir das zu merken, und dann am nächsten Tag hat es einfach gar nicht mehr funktioniert, ich war so frustriert und ich habe echt, oft habe ich so gezweifelt an dem, also an mir selber, weil ich aber nicht gewusst habe, warum das selbst die dümmsten Leute, unter Anführungszeichen, besser machen als ich. Weiterhin hartnäckig behauptet, dass ich in meinen basslastig inszenierten Seminaren nur Wohlfühlsprüche und kurz darauf wieder verfliegende Motivationsmantras speichellastig in die Menge brülle, dem schicke ich eine ganze Mediathek vermeintlicher Erfolgsbelege. Ich bin auch nicht street smart. Von anderen, die behaupten, meine Handlung allein sei für alles Positive verantwortlich, was ihnen seither passiert ist. Das ist klassische Schuldumkehr. Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann bist du selbst schuld. Mindsets und Heilsteine oder Manifestation gehen da Hand in Hand. Ja, ja. Life-Coaches werden manchmal sogar selbst Opfer ihrer eigenen Branche. Nicht nur gibt es Super-Coaches, die andere Sub-Coaches coachen, wie man andere richtig coacht, sodass der vom Coach gecoachte Coach Coachees coachen kann und dann später eine Menge Cash macht, sondern auch permanent gezwungen ist, in der Öffentlichkeit einen Lebensstil und wirtschaftliche Verhältnisse vorzutäuschen, damit sie auf potenzielle Kundschaft noch erfolgsversprechender wirken.
Es ist eine Branche, bei der wirklich nur die ganz, ganz oben profitieren. Ja, danke dir. Und das sind nicht nur prominente Coaches, die das Wort Mindset häufiger sagen als den Namen ihrer Kinder, sondern auch Arbeitgeber. Denn Menschen... Ja, wahrscheinlich. Kurzer spendet 50 Euro auf entspannten Johannes. Ey, Kurzer, ich danke dir vom Herzen. Ich hab dich gebeten, mach doch sowas nicht. Na, for real, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Aber ich kann mich erinnern, by the way, da wollte ich noch ganz kurz anknüpfen. Ich kann mich erinnern, damals, wo ich meine Lehre gemacht habe, ich hab verschiedene Abteilungen gemacht und so. Verschiedene Abteilungen. Manche haben mir mehr Spaß gemacht als andere. Ich war zum Beispiel auch im Einkauf. Einkauf war geil. Ich habe mich danach sogar als Einkäufer beworben bei anderen Firmen, aber die haben mich dann abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich bin zu hässlich. So, na, Spaß beiseite. Sie haben gesagt, ich bin zu schön. Nein, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, da bin ich einen Tag in die Firma gegangen und das war ein Montag oder Dienstag und ich bin aus dem Auto gestiegen, das war so ein relativ langer Parkplatz und ich gehe so zum Eingang hin und dann an mir vorbei fährt gerade eine Kollegin aus der Buchhaltung und die ist dort seit 30 Jahren oder so gefühlt, also die ist, maybe ist jetzt auch schon in Pension oder so, oder ich weiß nicht, oder geht bald in Pension und die ist so an mir vorbeigefahren und es war so Montag und es ist ein langer Arbeitstag vor uns und die hat einfach gesmiled in ihrem Auto, die war einfach happy, die ist einfach in die Arbeit gekommen und war happy und ich schwör's euch, ich war, also bis ich wirklich selbstständig geworden bin und bis ich wirklich so dieses Hobby, was ich hatte, also YouTube, so dass ich davon leben konnte, war ich so extrem neidisch darauf. Das hat mich wirklich fertig gemacht, dass ich keinen Job hatte, wo ich einfach glücklich war. Menschen davon zu überzeugen, dass nur sie... Und jetzt weiß ich halt, dass das halt wirklich das Wichtigste ist. Was ist wichtiger, Kreativität oder Teamwork? Kommt immer drauf an, ne? Für mich ist Kreativität ganz wichtig. Ich mag es auch gerne, alleine zu arbeiten. Aber Teamwork kann auch Spaß machen. Die Schmiede ihres eigenen Glücks sind und dass sie Kraft ihrer Mentalität über Wohl und Unwohl entscheiden können, nimmt vor allem Last von den Schultern derjenigen, die am Hebel für die Ursachen echter Probleme sitzen. Schlechte Arbeitsbedingungen, toxische Unternehmenskulturen, geringe Löhne, sinnlose Arbeit oder unrealistische Stellenanforderungen. Es gibt eine ganze Reihe von teilweise nur methodisch fragwürdigen bis eindeutig tierquälende Experimente für Studien der in der Psychologie stark kritisierten sogenannten Positive Psychology, die genau das immer wieder zu belegen vorgibt, dass es eigentlich nur aufs Mindset ankommt. Und die zentralen Figuren dieses Positive Psychology-Einschlags werden von internationalen Großinvestoren, die regelmäßig an arbeitnehmerfeindliche Organisationen spenden, mit Millionenbeträgen subventioniert. Weil die Überzeugung, als Arbeitnehmer nur von sich aus einen besseren Lebensstandard erreichen zu können, tatsächlich hilfreiche, aber unbequeme Veränderungen in der Arbeitswelt aus den Köpfen der Leute hält. Genau, ist ja auch überhaupt nicht nachgewiesen, dass wenn du den Leuten mehr bezahlst, dass sie dann lieber arbeiten gehen und auch besser arbeiten gehen. Ist auch überhaupt nicht bewiesen, dass du die Leute, wenn du sie nicht komplett mit Arbeit zuschüttest und ihnen halt quasi, dass sie nicht 60 Stunden die Woche arbeiten müssen, dass sie dann effektiver arbeiten. Ist auch überhaupt nicht bewiesen, dass du, wenn du deinen Mitarbeitern irgendwelche Benefits zur Verfügung stellst, dass sie dann einfach auch generell glücklicher sind. Das denken die Leute ja auch überhaupt nicht. Die Leute denken sich immer nur, ja, hier, günstige Arbeitskräfte erledigen die gleiche Arbeit wie teurere Arbeitskräfte. Aber Bruder, halt, dann musst du, es kommt auch oft so bei Firmen vor, dass sie dann die ganze Zeit Arbeitskräfte switchen. War ich auch schon in Firmen, die sind richtig scheiße mit ihren Mitarbeitern umgegangen. Und du hast gefühlt jede Woche einen neuen Kollegen gehabt. Aber das ist dann auch dumm. Weil du musst dir halt die Zeit nehmen und die ganze Zeit neue Kollegen einschulen. Das ist extrem viel verschwendete Zeit, auch extrem viel verschwendete Arbeitszeit. Aber das geht halt nicht in die Köpfe von so vielen Arbeitgebern. Entschuldigung. Es gibt natürlich auch gute Coaches, die für gewöhnlich aber anders arbeiten, als man es aus den Medien wirksam inszenierten Riesenseminaren von den Schlechten unter ihnen kennt. Coaching ist vor allem dann effektiv, wenn es im persönlichen Einzelkontakt geschieht und individuelle Lösungsansätze erarbeitet werden, nicht wenn vermeintlich universelle Wahrheiten in eine Mehrzweckhalle verstärkt werden. Ein guter Coach drängt einem Coachee auch nicht seine eigenen Ideen und Meinungen auf, sondern bleibt unabhängig und zurückhaltend. Und nicht zuletzt sollte von Anfang an klar sein, was das konkrete Ziel des Coachings ist. Kein simples, ich mach dich reich, sondern so etwas wie Erstellen eines Businessplans.
Und für dieses konkrete Ziel sollte dann eine feste Anzahl an Sitzungen, meist so um die 8 bis 15, festgelegt und eingehalten werden. Ich glaube, es müsste vor allem darum gehen, dass du herausfindest, was der Teilnehmer wirklich gut kann, also was der Teilnehmer für ein Typ Mensch ist. Weil wenn du jetzt wirklich einen extrem kreativen Menschen vor dir sitzen hast, dann kannst du nicht sagen, naja, der Weg zum Erfolg ist, dass du, weiß nicht, lange studierst und dass du dann 30 Jahre lang in der gleichen Firma bist, weil dann kriegst du halt alle möglichen Benefits und mehr Urlaubstage und besseres Gehalt und so weiter und so fort. Sondern solche Menschen, die da musst du rausfinden, okay, was kann der am besten? Probieren wir, dass wir das für dich als Benefit nutzen. Jetzt könnt ihr euch direkt im Sonderangebot für das nächste Seminar anmelden. Und zuletzt, das bedeutet natürlich nicht, dass es sinnlos ist, sich mit sich selbst, seiner Motivation oder der Einrichtung seines Arbeitsplatzes zu befassen. Man sollte nur von den dadurch erlangten Erkenntnissen nicht die in Coachings oder YouTube-Videos angepriesene Produktivitätskaskade erwarten. Ja, es kann hilfreich sein, sein Handy in der Schublade statt auf dem Schreibtisch liegen zu lassen, wenn man sich konzentrieren will. Das ist aber nicht der Stein, der bisher den Pfad zum Multimilliardär blockiert hat. Sich regelmäßig zu vergegenwärtigen, was man im Leben noch so erreichen will, kann auch helfen. Aber bei weitem nicht so viel, wie die unvorteilhaften Umstände einen daran hindern werden. Das heißt, leider taugt Mindset nicht nur so gut wie gar nichts. Es hindert uns in manchen Fällen sogar daran, echte Veränderungen in Gang zu setzen. Wer heute noch unironisch von Mindset spricht, der hat sich dem offensichtlich selbst noch nicht vergegenwärtigt. Und das ist furchtbar schade. Damn. Na eben, wie gesagt, also Mindset ist nicht alles. Das ist halt das Ding, hätte ich das damals, wo ich vorhin gesagt habe, so ja, ich habe nie gewusst, warum ich so schlecht in der Schule bin oder warum ich mir die Sachen nicht merken kann, hätte ich mich nicht darauf konzentriert, was ich schlecht gemacht habe, sondern darauf, was ich gut kann und was mir Spaß macht, dann wäre das im weiteren Verlauf von meinem Leben wahrscheinlich ganz gut gewesen. Aber da kommst du halt manchmal erst zu spät drauf.